Und damit herzlich willkommen zu meinem kleinen, aber feinen Final Fantasy 14 Stream. Ja, bevor wir allerdings anfangen, erstmal vielen Dank an meine treuen Seelen, die mich auch diesen Monat tatkräftig unterstützt haben mit dem ein oder anderen Extra-Gel in meiner Tasche. Vielen Dank an meine Silberseelen Brotlover, Ichimi07, Kati Krempel und Nigoya. Und ganz besonderen Dank geht an meine Gold- und Platin-Seelen Chaos Destille, Klingone 23, Negi Magister, Moonspell Dragon, Puginato 88 und Yuria Muromoto Ino. Gold- und Platin-Seelen bekommen ja jeden Monat, Entschuldigung, nicht jeden Monat, oh Gott, das war ein bisschen spiel, alle drei Monate eine Postkarte nach Hause geschickt. Also die schreibe ich ja selbst, deshalb das ist dementsprechend viel. Aber Platin-Mitglieder, so wie der gute Pugi es einer gerade ist, die bekommen, dürfen sich jeden Monat einen Wunschstream wünschen. Und mit dem haben wir am letzten Montag haben wir mit ihm zusammen, oder für ihn besser gesagt, auf Twitch The Legend of the Lagoon, Legend of the Dragoon, nicht Lagoon, of the Dragoon gespielt. Und war richtig cool. Wird allerdings ein bisschen momentan dauern, bis die ganzen Stream-Aufzeichnungen auch hier von Final Fantasy, wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ich bin mich momentan gerade im extremen Abgabestress meiner Masterthesis. Ich habe noch etwas über einen Monat Zeit und habe noch sehr viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo die restlichen 8 Monate hin sind. Aber ja, ich werde das irgendwie schon packen. Zur Not gibt es ja sowas wie Koffein. Wer braucht schon Schlaf? Ich nicht. Okay, aber ich weiß auch nicht, gut. Wir sehen, es gibt wieder eine Fragezeichen-Quest. Für diejenigen, also die Aufzeichnung gibt es ja noch gar nicht. Und auch die YouTube-Livestream-Aufzeichnungen sind ein bisschen problematisch, weil im letzten Stream ist mir der Rechner abgestürzt. Mitten während eines Kampfes. Und den Kampf habe ich dann noch durchgeführt. Allerdings ist der dann in einem anderen Stream blöderweise gezeigt worden, wo keiner drin war. Deshalb hat das so gut wie niemand gesehen. Und wie gesagt, ich komme momentan nicht hinterher, die Videos zu rendern. Was unter anderem auch daran liegt, dass mein Rechner nonstop, also bis auf jetzt gerade, damit beschäftigt ist, Machine Learning Berechnungen zu machen. Die letzten 3 Wochen am Stück habe ich den vielleicht mal 2 Stunden ausgehabt. So, aber das soll jetzt nicht euer Problem sein. Ihr seid ja hier entweder jetzt live oder eben nachträglich im VOD, um die Abenteuer hier von Tara Eisenseele und Alfinor zu sehen und natürlich, was uns jetzt erwartet. Ich bin gespannt. Alfinor? Die Höhle von Lapis Manalis. Alfinor ist Zero genauso dankbar wie seine Schwester. Wie Alize schon sagte, wenn Zero nicht gewesen wäre, hätte die Nichtswesen großes Unheil angerichtet. Sie hat unter Einsatz ihres Lebens gekämpft. Sie, die nicht einmal von dieser Welt ist. Dafür berührt ihr unser Dank. Gebührt uns, ja, Dank. Unsere anderen Freunde sollten bald von Gerelo Ignis zurück sein. Warten wir, bis wir alle zusammen sind. Dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Ja, dann warten wir doch am besten hier. Warten. Wir haben gewartet. So, ich habe mich ausgeruht und meine Äthervorräte aufgefrischt. Schön, das zu hören. Die Soldaten sind lediglich mit ein paar Kratzern ins Lager zurückgekehrt. Das verdanken wir alleine dir. Ganz ehrlich, Zero, danke, dass du unsere galerischen Freunde gerettet hast. Ich sage immer Zero, aber wahrscheinlich heißt es Zero. Wie Zoro, keine Ahnung. Wie lief es bei euch? Ist alles gut gegangen? Ja, wir sind auf dem Weg zum Cerelua Ignes, vielen Nichtswesen begegnet, aber wir haben unsere Freude gefunden. Ohne diese Memoria Hocus Pocus sind diese Nichtswesen nur halb so stark. Wir haben die vom Berg gekommen sind, ordentlich vermöbelt. Wir wollten uns gerade entscheiden, ob wir die letzten umherziehenden Kreaturen aufspüren
oder bei der Evakuierung der Zivilisten helfen sollten, als uns Julus kontaktierte und sagte, dass ihr Hilfe benötigen könntet. Wir sind schnell gerannt, wie wir konnten, Alize und Tara und ich. Es ist zwar etwas Ruhe eingekehrt, aber wir können uns noch nicht zurücklehnen. Angesichts der Anzahl der verschiedenen Kreaturen besteht kein Zweifel daran, dass tatsächlich ein Nichtsportal geöffnet wurde. Wenn ich das richtig verstehe, könnte also jederzeit weitere Nichtsgesandte eintreffen. In diesem Fall ist es in unserem Interesse, dass ihr schnellstmöglich zum Albus kommt. Was macht die Reparatur des Schneemobils? Der Reparaturmeister sollte seine Arbeit bald beendet haben. Vitra ist bei ihm geblieben, um ihn und das Gefährt zu beschützen. Ich denke, wir können jetzt auch zum Grelo Ignis aufbrechen. Ausgezeichnet. Ich bin es nämlich leid, hier herumzusitzen und nichts zu tun. Höchste Zeit, dass wir zum Angriff übergehen. Ja, ich komme mit. Wirklich? Danke, Zero. Was willst du als Gegenleistung haben? Und vor allem, was ist mit dem armen Klavierpianisten passiert? Gar nichts. Ich habe den Pianisten gegessen. Ich weiß nicht, warum, aber ich möchte es einfach. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, was du gesagt hast, wie du dir einen Wunsch erfüllst, wenn du dein Bestes gibst. Ich fühle mich wie von irgendetwas berührt, seit ihr mich an jenem Tag gerettet habt. Ich werde nicht ruhen können, bis ich weiß, was mit mir passiert ist. Ich komme auch mit. Ich will alles tun, um die Verbreitung der Nichtswissen aufzuhalten. Die Verbreitung, Entschuldigung. Auch wenn das bedeutet, unsere galäischen Freunde für eine Weile zu verlassen. Dann zerbricht dir deswegen nicht den Kopf. Wenn wir etwas brauchen, hilft uns das Isabat-Korps. Dich haben wir eh nie gebraucht. Und du, Zero, pass bitte gut auf dich auf. Ja, also los. Wo müssen wir jetzt hin? Eine gute Frage. Turm vom Bibel? Babel? Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Vielleicht nicht mal hier irgendwo in der Gegend, oder? Warte. Ganz da unten. Oh Gott. Ich glaube, da ist es. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was kürzer ist. Wahrscheinlich von hier. Warten wir erstmal hier hin. Bin mich faul, müsst ihr wissen. Aber nicht so faul, dass ich den normaler abbreche, den Port. So, ich wollte eigentlich das Fenster schließen. Dann Mauszeiger hier. So, jetzt haben wir hier. Ja, so ein Wal, der ist schon etwas langsamer. Kann man schön was trinken nebenher. Hat Beine. Okay. Wal kann wahrscheinlich keine Beine machen. Kann man nicht die Beine machen. Ich weiß gar nicht, wie das richtig vertikale Scheiß, aber egal. Mal weiter. So.
Sind wir bald da, lieber Wal? Wahrscheinlich nicht, das dauert noch ein bisschen. Da sind ja alle schon. Und ich bin der, mit dem Mount kommt und bin als letztes da. Das ist doch mal wieder typisch Eisenseele. So. Herr Reparaturmeister, sind Sie fertig? Ah, ich grüße euch. Ihr kommt genau im richtigen Moment. Euer Freund Vasan hat mächtig mit angepackt und deswegen darf ich mitteilen, dass das Mammut... Ich meine, das Schneemobil wieder voll einsatzbereit ist. Ich übernehme das Steuer. Zusammen werden wir den Berg bezwingen. Danke, Herr Reparaturmeister. Das ist wirklich sehr freundlich. Warum piepst du jetzt aber einmal? Sehr freundlich. Dann geht es endlich los. Bin schon auf das verborgene Dorf gespannt. Lapis Manalis, wir kommen. Lapis Manalis, nun zugänglich. Ein normaler Inhalt von der Inhaltssuche und den Inhaltshelfern zugeht. Ah! It's a Dungeon Time! So, wen nehmen wir mit? So. Also, ich bin Tänzer, deshalb werde ich wahrscheinlich nicht Alize mitbringen, die als Magierin auch Multi-Damage hat. Multi-Target-Damage. Ich glaube, ich nehme ich nehme Zero mit. Zero, mein Gruppenbilden. Ah, Zero ist sogar schon drin. Tank. Ja. Memorian Erwählte. Alternativ Dragooner. Nee, lieber ein Memorian Erwählter. Perfekt. Dann los geht's, meine Guten. Lapis Manalis mit NPCs betreten. Ja, wir machen das natürlich mit NPCs. Einfach damit wir auch jetzt keine Wartezeit haben. Und da ist doch der leichte Trupp. Bin mal gespannt, ob der ganze Dungeon jetzt eine Escort-Mission ist. Okay. Ach, das ist neu da oben. Vorstellung Gruppenmitglieder. Ich habe jetzt natürlich nicht aufgepasst, aber bin ja auch das einzigste Gruppenmitglied. Aber das ist cool, wenn man in random Gruppen ist, dass man jetzt genauer sieht, wer die Leute sind. So, jetzt aber hier noch ganz kurz mit Zero ein Tänzerband eingehen. Nicht mit mir. Vergessenheit. Okay, ich vergesse immer, die machen ja auch kein Multitarget. Also deshalb dann. Müssen wir alle uns auf das gleiche Ziel fokussieren. Denn die Vergessenheit. Mit dir. So.
Und wer kommt da? Ach, da kommt der Albus-Greif. Zählt aber noch nicht als Boss, das ist normaler, oder? Aber man kann ja auch einfach mal zwischendrin die Ausblicke genießen. Also wenn das ein normaler Mob ist, hat er auf alle Fälle ziemlich viel Lebenspunkte. Naja, okay, so viel hat er auch nicht. Nicht mit mir. Okay, das war das Vögelchen. Bachsan, du bist der Tank. Geh vor, bitte. Lass nicht die Tänzerin tanken. Du bist halt weiter vor. Immer weiter. Okay, nicht so weit. Tank. Tank, die da vorne gönnen dir. So, genau so. Nicht mit mir. Nur ganz kurz, das sieht so aus, als gäbe es hier. Ah ne, da geht es tatsächlich weiter. Okay. Besucherblutwache. Okay. Schon. Nicht mit mir. Doch, doch, wir machen das mit dir. Eindeutig, wir machen das mit dir. Alfino. Fliegt! Und da haben wir den ersten Boss. Komm, Albino. Pugi, einen wunderschönen guten Abend. Ja.
Na, wie geht's dir? Und hat die Benachrichtigung mit dem Stream funktioniert? Nicht mit mir. Ja, da bin ich gerade reingekommen. Ich habe erst gedacht, wir müssen eine Escort-Mission machen, aber es war dann doch was anderes. Ich habe diesmal tatsächlich keinen Stream wie sonst immer auf YouTube vorher geplant, sondern tatsächlich einfach mal frisch eingemacht und mal wollte gucken, wie das funktioniert. Ja. Ah, nicht, wenn ich jetzt die ganze Zeit sterbe. Aber gibt's da noch Quests nach der nach dem Dungeon? Doch, ja, oder schon, oder? Da kommt noch ein bisschen Story. Ah. Heil mich, Alfino! Heil mich! Okay, nur von meinen. Okay. Das ist natürlich die Frage, ob du die die Glocke aktiviert hast. Ja, Pookie hat die Glocke aktiviert, was ihnen aber nicht viel gebracht hat. Aber ihr könnt trotzdem auch, wenn ihr hier neu dabei seid, einmal die Glocke drücken. Das geht vor allem an die raus, die das jetzt als VOD gucken. So, Schatztruhe. Hoffentlich was für Zaubermatrix. Materia, naja. So. Nieder mit dir. Genau, hört auf als Dollar. Ist Dollar. Ah ne, ist Zero, die ja spricht. Entschuldigung. Mal gucken, wie lange wir mit der Story brauchen. Wenn wir ein bisschen schneller fertig werden, vielleicht level ich dann noch meinen Schritt, wie heißt das Teil? Schlitter weiter. Aber vielleicht bin ich dann auch endlich mal mit der Story weit gleich auf. War ich jetzt zu langsam? Ja. Ja.
Sache. So. Die Gegend kommt mir bekannt vor. So sah auch eine Gegend in Elden Ring aus. Nur ohne Puppen. Keine Gnade. Sollte immer eigentlich den Fokus sehen, den der andere Damage-Dealer hat, aber irgendwie erkenne ich das meistens nicht genug. So, vergilbte Niederschrift. Seit Anfang des Monats sind die Überfälle der Fremden stark angestiegen. Besonders die Galdinier, getrieben von ihrem jungen und ehrgeizigen König, plünderten wie nie zuvor. Wohl, um sich auf den nahenden Winter vorzubereiten. Mhm. Das Senculum Imperalis hat die Geduld verloren, befahl den König der Geraldina zu ermorden. Unser Dekan entschied sich dafür, die Schnitte einzusetzen. Angeführt von Galatea drang ein bewaffnetes Trio im Schutze der Dunkelheit in das feindliche Lager ein und führte seine Mission mit unerbittlicher Präzision aus. Die feindliche Armee hat darauf den Rückzug angetreten. Die Zeit der Schnitter ist vorbei. Durch die Förderung der Magitech-Technologie hat der neue Kaiser Solus das Gesicht der Kriegsführung verändert. Das bedeutet nicht, dass die Waffentaten unserer Vorfahren, die feindlichen Geräle, die sie besiegten und die Landsleute, deren Leben sie retteten, vergessen werden, sondern dass wir im kollektiven Unterbewusstsein unwiederbringlich in die Vergangenheit verbannt wurden. Dass das allerneueste Magitech-Modell auf den Namen Schnitter getauft wurde, scheint wie Spott. Denn dieser unheimliche Stahlmaschine schreit es uns ins Gesicht. Ich bin gekommen, um euren Platz einzunehmen. An alle Schülerinnen und Schüler. Es ist verboten, Meister Galatas Kampfpuppe ohne Erlaubnis zu berühren. Diejenigen, die einen Pakt mit einem Avatar geschlossen haben, dürfen Pava verwenden, um die Grundlagen der Beschwörung und Koordination zu vertiefen. Diejenigen, die die Kunst des Besessenheit erlernt haben, dürfen Magna verwenden, um ihre Kräfte in diesem Zustand zu verbessern. Der Weg der Schnitter ist endlos. Haltet durch. Lang leben die Schnitter. Schnitt, Schnitt, Baby. Schnitt, Schnitt, Baby. So, da ist der nächste Boss. Mal gespannt, was da auf uns zukommt. Nicht mit mir. Death on my watch.
Ich will doch nur die Schatztruhe hier. Oh, jetzt eigentlich Schatztruhe. Ja, Money Hals, Halsbank der Magie. Immer dieses Magie-Zeug. Über den Gebrauch der Kampfpuppe. Die Kampfpuppe sollte mit äußerster Sorgfalt behandelt werden. Da die Geheimnisse ihrer Herstellung verloren gegangen sind, ist es uns unmöglich, Unbrauchbare zu ersetzen. Selbst die Reparatur erweist sich oft als schwierig. Diese Situation resultiert aus der unüberstürzten Abreise des Mannes, der dazu bestimmt war, unsere Hauptpuppenspieler zu werden. Gegenüber seinem Gefolge hat er seinen Handel mit einer hektischen Suche nach dem ultimativen Schönheit gerechtfertigt. Uns ist dadurch großes Wissen verloren gegangen. Mhm. Galatea Magna. Oh, das ist ja eine coole Marionette. So eine würde ich auch gerne haben. Das ist ganz anders als die ganzen anderen Marionetten, die es im Spiel hier gibt. Die macht ja optisch was her. Das ist wieder so eine Spiegel-Funktion. Haben wir die Spiegel hier. Verdammt, habe ich mich. Aber das wird wehtun. Wo ist denn meine Maus da? Warum funktioniert der Himmel vielleicht nicht? Jetzt funktioniert der Ding vielleicht. Naja, jetzt bin ich dafür verstanden. So, jetzt darf aber ruhig mal was dabei sein. Handschuhe des Ziels. Ja, bingo. So, wieder die falsche Maus. Das ist die richtige Maus. So, vergleichen.
Ja, da ist doch schön. Nee, warte mal, die ist schlechter. Die sind schlechter als die, die ich jetzt gerade habe. Okay. Dann halt nicht. Ach, da kriegt man was und dann sind die schlechter als die Sachen. Abwärts! Game over. Tut mir leid, das war's für heute. Sind kleine Satana-Dinger, die Truhe beschützen. Schatztruhe hier. Das ist ja Matrix. Also heute ist echt nichts Gutes drin.
Ein bisschen müde bin ich heute wieder. Ich werde das heute auch kein so langer Stream. Mal gucken. So, das sieht aus wie der Endkampf. Aber bevor wir dahin gehen, erst noch mal ganz kurz etwas trinken. Ich brauche ein bisschen Koffein. Ich bin Kanyatso, Elementarfürst des Wassers. Lassen wir den Spaß beginnen. Der ertrunkene König. Das heißt hier Schleichwerbung. Ich habe einfach Durst, Pugi. Wie ist übrigens die Latenz? Ein bisschen besser sollte diese heute sein, oder? Endlich darf ich euch in meinen Fluten ertränken. Wollt es nicht anders! Wasserwahr! Okay. Weil was wäre das für ein Dungeon Run, wenn ich nicht sterben würde? Ja, Twitch ist halt da ein bisschen... Ist halt, Twitch ist halt optimiert für Streaming. Die Antwort ist jetzt ca. 30 Sekunden zu spät. Ja, die Frage ist halt... Ich lese die Antworten wahrscheinlich 30 Sekunden zu spät, Pugi. Es wird es sein. Jetzt lacht er. Jetzt gehe ich gleich drauf. Hi Chaos, einen wunderschönen guten Abend. Na, wie geht's dir? Ihr wollt es nicht anders. Fliegt. Er hat gesagt,
Er hat gesagt, ich soll fliegen. Ich weiß noch nicht wie. Ja, mit Chaos ist ein seltener Gast da. Also. Oh, Chips wäre jetzt auch tolles. Was schaust du denn momentan für Animes, Chaos? Was kann man da empfehlen? Das ist euer Untergang! Da bleibt euch die Luft weg, was? Was für allen Meeren wird das? In die Vergessenheit! Was muss ich jetzt machen? Okay. Ja, an Cliff hängen, da kann ich mich, das kann ich gut, mich an Cliff dranhängen. Jetzt entscheidet sich, wie stark ihr wirklich seid. Ich zeige dir wahre Dunkelheit. Das mache ich ja absichtlich. Deshalb sterbe ich auch mindestens einmal im Dungeon. Um das Powerscaling wirken zu lassen. Ich glaube, ich habe einen Spot gefunden, an den ich nicht drauf gehe. Ah, shit! Ich wollte eigentlich noch mal Ulti zünden. Ich bin da zu schnell drauf.
over 9000. Oh, nimm das. Warte, lebt er noch? Manalis Rüstung des Spähens. Spähen, was ist? Keine Ahnung, was Spähen ist. Speer waren. Keine Ahnung, was Speer waren. Du bist also Cagnazzo. Ich will dich etwas fragen. Vor langer Zeit ist ein Drache in deine Welt gereist. Ich habe gespürt, dass er nun wieder zurückgekehrt ist. Wenn du etwas darüber weißt, dann sag es. War es nicht vielleicht das hier, was du gespürt hast? Das ist ja... Ihr... Drachenauge. Ihr... Was habt ihr mit ihr gemacht? Wenn du etwas über den Drachen wissen willst, musst du schon Kolbes persönlich fragen. Wenn du es bis zu ihm schaffst, meine ich. Wahrscheinlich schaffen wir das erst in der nächsten Folge, im nächsten Addon. Mein Werk ist getan. Ich würde ja zu gern sehen, wie das alles ausgeht. Aber wenigstens durfte ich noch einmal in die eisigen Fluten des Kampfes tauchen. Oh, cool. Ist Dr. Stone Staffel 4 raus? Und wenn ja, wo guckst du es? Gibt es schon bei Crunchyroll? Warte! Wo ist meine Schwester? Und damit kehre ich in den Kreislauf des Lebens zurück. Jetzt haben wir ein Drachenauge. Fehlt nur noch ein anderes. Es verschwindet mit seinem Erschaffer. Schwester, werden wir uns jemals wiedersehen? Pucki, ich weiß jetzt übrigens auch, warum ich dir viel später antworte immer. Wenn es wirklich das Auge war, erkläre ich nach dem Patch. Dann ist deine Schwester noch in der anderen Welt. Wir werden sie finden. Was sollen wir jetzt machen? Bis zum nächsten Patch warten. Wir finden bestimmt etwas, das wir für den Wiederaufbau gebrauchen können. Ich werde sicherstellen, dass sich hier nicht noch mehr Nichtswesen herumtreiben. Also, sehen wir uns um. Tja, dann, hier ist Toller. Gibt's hier was zu sehen? Also gut, wenigstens wissen wir, dass die Nichtwesen, die in Gallimite erschienen sind, tatsächlich aus den von Gokonos geöffneten Nichtsportal kamen. Es ist schon erstaunlich, dass er das Portal allein vom 13. Splitter aus erschaffen hat, ohne Hilfe im Ursprung zu haben. Ja, aber vielleicht hat diese Höhle eine besondere Verbindung zur Nichtswelt. Dieser Ort könnte unwirtlicher nicht sein. Und doch haben sich hier einst diejenigen niedergelassen,
die Pakte mit den Nichtswesen schlossen. Dafür muss es einen Grund geben. Aber dennoch, die Öffnung muss verdammt groß sein, damit ein Koloss wie dieser Gaganos mit Leib und Seele durchpasst. In der Vergangenheit gelang es Kaiser Sander, die Barriere zwischen den Welten durchzubrechen, indem er die gewaltigen Mengen an Energie projizierte, die sich im Kristallturm angesammelt hatten. Theoretisch wäre es möglich, dasselbe von dem 13. Splitterwelt aus zu tun, zumal Gaganos über eine mächtige Ätherquelle verfügt, das Drachenauge. Ich kann spüren, dass ein großer Teil der Energie des Auges tatsächlich verbraucht ist. Das stützt deine Hypothese. Tara hat gesehen, wie Golbez seine Diener an Azias Äther laben ließ. Ich möchte nicht den Bahamut an den Wand, malen, aber ist es denn nicht auch denkbar, dass er eines ihrer Augen opfern würde, um ein Portal zu öffnen? Ein schauerlicher Gedanke, auch wenn die Möglichkeit besteht. Im Moment sollten wir aber vom Besten ausgehen und unsere Suche nach Azaya fortsetzen. Andererseits frage ich mich, warum unser Feind erst jetzt aktiv werden. Immerhin wagt sich Azaya von mehr als 5000 Jahren ins Nichts. Gaganos sagt, dass sein Werk getan sei. Er bezog sich offensichtlich auf seine Rolle in Golbez' Plänen, aber inwieweit genau? Egal, wir müssen mal wieder einen Weltuntergang abwenden im nächsten Patch. Du kannst Lapis Maya, ja, können wir betreten. So, kleine Verschnaufspause.